Hallo liebe Pokerfreunde, Obito wieder hier und heute habe ich dreimal Krypto für euch. Krypto Machomai, Miss Finster, Krypto und Skogro, ganz neu im Team, auch Krypto. Ja, probieren wir's. Skogro hat eigentlich sehr gut Play, eigentlich wird Skogro nur heftig von Eis getroffen. Ja, sonst hat es eigentlich keinen wirklichen Feind, nur Alola-Lolona und sowas. Also kann ich gut als Safe-Switch nehmen. Ah ja, Panzer Aeron ist noch fies, ne? Ja, das muss ich hier ausspielen. Und sonst sind in der Führung meistens Scalaflunschlicks. So, jetzt musst du langsam schilden. Ich hol aus. Jetzt kommt der Himmelsfeger. Ich wechsle in Skorro. Den Himmelsfeger nehme ich. Skorro hält eigentlich auch was gut aus. Ja. Okay, Nachtara ist nervig. Mal sehen, wie viel so ein Erdbeben von Krypto-Skorgro gegen Nachtara drückt. Aber der Gegner hat mit Panzer Aeron seine Energie ausgegeben, das ist das Schöne. Ja, ihr seht. Erdbeben drückt schon. Das Erdbeben druckt schon. Ja, genau. Habt ihr schon gehört? Erdbeben drucken. Na, war leider kein Gleichstand. So. Ich muss in Macho. Ich lasse aber die Uhr runterticken. Genau. Okay, du gehst blind. Ja, auch wenn du jetzt zwei Schmarotzer hast, das ist egal. Ja, jetzt hast du den, natürlich. Vielleicht hätte ich... Ja, Kreuzsieg wäre verschwendet gewesen. Jetzt muss Rexbüßer alles drehen und wenden. Deine Attacke kam gar nicht durch, das ist schön. Und verloren. Irokex hinten ist verloren. Oh, das ist zum Kotzen. Da wäre der bessere Switch in Rexblizzard gewesen. Tatsächlich. Da wäre dieses Vieh hier reingekommen. Ja. Ja, Führung verloren. Ah, das Beste immerhin noch draus gemacht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Hat natürlich genau die passenden Antworten. Beziehungsweise nach Tara ist halt Safe Switch. Ja, es wäre wirklich besser in Rexbüßer zu gehen. Also gleich anfangs. Also nächstes Mal Panzer Aeron, gleich Rexbüßer. Oh, das ist eine Gutführung. Das auch. Also. Ja, den ersten Giftzahn muss ich nehmen. Der tut schon weh. Ich hoffe, ich komme noch zum zweiten Meteorologen. So, du musst jetzt eh schön, ne? Na. Komme ich noch zu einem? Nein, schade. Spukball würde schon wehtun. Ich würde jetzt. Ja, bestimmt der Giftzahn nur. Nee, Spukball, sehr schön. Dann hat sich der Schritt gelohnt. Dann kann ich ein bisschen farmen. Und setze jetzt ein. Sehr schön.
Kommt jetzt das Nachtara wieder? Oh, sehr schön. Hoffentlich war es der Schmarotzer. Ich habe Energie auf Skoro. Ach ja, war klar, wieder eine Fee. Wieder so eine hinterhältige Fee. Was auch sonst. Du schüttest nicht mal den Stein, okay? Du holst aber auch nicht aus. Ja, aber das kann ich schon nicht mehr gewinnen. Nachtara für die Nara hinten. Mal, ja. Du schüttest das noch nicht mal. Ja, nicht mal der Boost kann mir Lauer noch helfen. So. Aber Erdbeben drückt halt schon nach Tara, aber zum zweiten komme ich nicht schnell genug. Das ist das Problem. Ja. Ja, das ist verloren leider. Och, Mann. Vielleicht hätte ich besser ins Skorpo gehen sollen. Jetzt brauchst du nur Schilden. Ja. Schade. Na, vielleicht hätte ich auch bei Rexblizzard einfach die Giftzähne zücken. Ja. Das wäre es gewesen, die Giftzähne einfach. Schön. Weil die machen trotzdem halt zu viel Schaden. Ne, Rexblizzard war eigentlich schon ein vernünftiger Switch. Aber die Giftzähne halt, ne? Ja, ich muss das Team erstmal kennenlernen. Wir sind übrigens jetzt im Go-Battle-Tag quasi. Im Pagator Spicy. Sehr, sehr spicy. Spicy, spicy. Du schildest aber wenigstens. Oh, und Aquarobitze abgefangen. Sehr schön. Sehr schön. So, hier gehe ich gleich. Achso, das ist Xerox. Xerox. Xerox ist schwierig. Du hast saumäßig viel Energie, ne? Schlägt beide Schütteln zu Gorgo. Und setzt blind ein. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Gib deine Energie ruhig aus. So. Ich wäre eigentlich kein Nachthieb schön, ne? Wie viel macht ein Nachthieb von? Ja, macht schon gut Schaden. Ach ja, das Vieh ist ja noch da. Ja gut, dann hätte ich Skorpo lieber gleich reinbringen sollen. Ach, ich bin so doof. Ja, dann nützen mir auch beide Schilde nichts, ne? Du setzt aber wie auch immer nochmal ein. Ja, Nachthieb wird eh nicht reichen. Oh, ich muss dieses Team erstmal kennenlernen, ne? Ich muss dieses Team echt erstmal kennenlernen. Ja. Ich hätte einfach Macho vielleicht doppelt chillen sollen. Ja, das Problem ist, er konnte halt, ne, runterfahren.
mein Rex wieder. Also Macken Negger? Richtig? Ach nö. Das kann eigentlich nur ein Eissturm sein. Ja, und den schäle ich nicht. So, meistens braucht man schon noch. Du schützt eh. Okay. Senk mich ruhig ab. Nee, tust du nicht, okay. Ja, es ist auf Schlundschlick abgefangen, das ist in Ordnung. Da weiß ich schon, wo ich dann als nächstes reingehe. Und zwar hier rein. So. Hoffentlich mache ich jetzt hier keine Fehler. Jetzt setze ich ein. Entweder du schützt oder dein Dings ist weg. Okay. Ich habe Bibor gelesen, ne? Ich habe zuerst Bibor gelesen, ne? Und dann setze ich hier ein. Und gehe hier rüber. Ja, ich muss da nichts schilden. Oh, okay, ist neutral. Okay. Ui, das war neutral. Ja, stimmt, Boden. Ich muss jetzt hier schilden. Muss leider hier jetzt schön. Ich glaube, das verliere ich auch. Oh, ist das doof. So, jetzt setze ich ein. Du hast keinen dazwischen gekriegt, ne? Das ist gut. Ich muss im Macho rüber. Oh, sehr schön. War aber sehr eng. War richtig eng. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das jetzt doch noch gewinne. Ja, Flore-Statue. Ja, wegen Boden. Ja, ist neutral. Ja. Pflanze ist auch nicht so ganz so flauschig. Aber Skogro, ja, steckt eigentlich gut was weg. Der Eissturm wäre definitiv schlimmer gewesen. Da war es richtig, die Flora nicht zu schön. So, Macho gegen Regalaxo, schöne Führung. Gegen Tornupto. Rechts hier auf Kreuz wird es gehen. So, einen Konter machen wir noch. Wie viel macht eine Lohe-Kanonade? Eine würde ich Tatsache nehmen. Ja, macht ganz schön viel schon. Die nächste schill ich jetzt. Wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, beide zu schillen, aber egal. Dein Ellen-Eschung kommt durch. Ah, du lässt eh drauf gehen. Perfekt. Und gehst in Relaxo, okay. Das geht in Ordnung.
Jetzt kommt der Kreuzzieher. Und du lässt durchgehen, okay. Ich lasse nicht durchgehen. Vielleicht kann Rex Bisa noch was machen. Nein, Rex Bisa kann gar nichts mehr machen. Oh, das ist doch zum Mäusemelken, oder? Das ist doch... Ja, Kreuzzieb reicht schon jetzt fast aus. Dann ein paar Konter und dann ist mein Rexy weg. Ja. Ja, da hast du Glück, dass ich einen Rex wieder halten habe. Oh, Macho noch hinten, ey. Das ist nervig. Wenn Macho mal noch hinten ist, ey. Boah. So, das Set lief jetzt hier gar nicht gut. Ich glaube, das liegt an meinen Entscheidungen. Und wir sinken leider weiter ab. Das Team habe ich übrigens vorher noch gar nicht gespielt. So. Wir versuchen es aber noch eine Runde. Genau, wir versuchen es noch eine Runde. Redreen. Redreen. Okay. Logo hält nicht viel aus. Okay. Ich werde trotzdem hier schäden. Okay, ist nur der Feuerfeger. Zum nächsten kommst du gar nicht mehr. Immerhin habe ich jetzt die 4 rausgeholt. Obwohl, war es so klug, hier auf Nachthieb zu gehen? Ich hätte vielleicht einfach auf Erdbeben gehen sollen, oder? Nein, du schüttest. Dann kommt jetzt das Erdbeben. Bitte lass es durch. Nein, natürlich schüttest du. Dann gehe ich hier rein. Und Schilde auch natürlich. Oh, gehst zum Glück direkt auf Mundgewalt, das ist gut. Dann kann ich mir einmal Extra-Energie schon mal holen. Wird das Filinare rausnehmen? Ja. Noch eine Fee? Nein, Giratina, sehr schön. So, das wird sehr effektiv sein. Wie viel macht das? Ja. Dann setze ich dich mit Macho unter Druck, dass du einsetzen musst. Unheilbirnen reicht nicht. Oder? Nein. Och, ich hätte Steinhall ready gehabt. Aber das ist nicht schlimm, das macht auch schon hier was. So, bitte reich ein. Ja, perfekt. Einer reicht. Ja, sowas will ich sehen. Sowas will ich hinten sehen, aber kein Irokex oder so ein Gedöns oder Macho Mai. So, das war mal ganz okay gespielt von mir. So. Okay, ich wollte gerade draufklicken, um rauszugehen, aber gegen Ace of Rager.
Ace of Rare. So, Macho gegen Relaxo, sehr schön. Und wieder hier das Viech. So. Dann schön mal, ziehen wir jetzt ein Schild und gehen ins Skorpo. So, eine halten wir aus, ne? Ja. So, Nachtdieb kommt. Lässt du drauf gehen? Nein. Okay, du setzt noch ein, sehr schön. Dann bist du jetzt schildlos. So, wo kommst du rein? Ah, ich kann noch nicht raus. Ich kann noch nicht raus, Mist. Gut, dann müssen zwei Schilde hier rein. Ja, ich konnte nicht vorher raus. So, erster Schild. Ah, wie mache ich das am besten? Muss mir viel Energie holen. Die Schlecker machen jetzt gleich nicht so viel. Genau, Metropolo gesetzt. Muss gleich schon Body Slam schwimmen, ne? Ich mach einen Energieball. Okay, Kamera dreht gleich durch. Jetzt muss ich schilden. Ich hoffe, zwei Meteorologen reichen. Wobei, ich gehe auf Energieball. Ich hoffe, das macht gut Schaden. Ich habe leider nicht die Verteidigungssenkung bekommen. Schade, ich hätte Macho jetzt noch gerne aufgespart. Aber es reicht ganz knapp. Ja, Energieball war richtige Wahl. Trotz, dass die eklige Fee noch reinkam, Leute. Hat Rex Bizarre noch alles rausgeholt. Ja, und Skorro hat auch seinen Job gut gemacht. Er hat ein Schild schön gegen Tonopto gezogen. Also, das Team sehe ich auch jetzt relativ häufig. Relaxo vorne. Dann kommt Tonopto als Safe Switch rein. Och nee, das will keiner sehen. Das will hier keiner sehen. Das gehe ich hier rein. Hexblizzard ist nämlich auch schwach. Ich hoffe, er setzt Daugenreinigen ein. Nein, Sturzflug. Aber überlebe ich. Quaxiano. Und ich gehe direkt auf Erdbeben. Alles andere macht hier keinen Sinn. Okay. Oh, perfekte Farmreichweite für Rexblizzard. Rexy kommt rein. Ja, sehr schön. Brauche ich nicht schön. Da du kannst kein Blizzard oder Erdbeben mit Meteorologen zusammenspammen. Konnten wir zwei Attacken holen? Ja. Das Taubos wird nervig, ne? Aber das sollte ich. Ich habe zwei Schilde. Okay, du kommst damit rein. Ja, dann opfer ich mein Macho. Mein Macho macht eh nicht mehr viel. Ja,
Ja, Anfang reicht doch schon. Ach ja, du gewinnst ja den Gleichstand. Ach, dann war doof, dass ich eingesetzt habe, ne? Bitte hab mich eingelocht. Natürlich hast du eingelocht. Natürlich hast du eingelocht. Ich brauche zwei Meteorologen. Ja, verloren, weil die Attacke jetzt hier durchgeht. Och Mann. Hättest du nicht die Attacke einsetzen können? Ja, dann hätte ich Macho doch schilden müssen. Macho einmal schilden. Ja, ich hätte auch am liebsten da nicht die Attacke eingesetzt, ne? Dann hätte ich doch lieber runtergefarmt. Das war mein Fehler. Ich hätte Voltula runterfahren müssen. Ah, Tauros ist fies. Tauros ist richtig fies. Ja, ich wollte aber keinen Daugenreigen anschilden. Hätte nicht gedacht, dass er auf Sturzbug geht. Die meisten wollen nämlich abschwächen. Okay, du bleibst drin. Du kannst mir ruhig den Spukball drücken. Das kommt eh gleich ein. Okay, Blutstrahl. Tentantel. Die Spiegelsäule. Natürlich gehe ich die Senkung. Ja, das macht so gut wie nichts. So, eine Spiegelsalbe müsste ich eigentlich noch überstehen. Das heißt, ich hole mir Energie. Genau. Und jetzt kann ich gleich im Macho. Ja. Zack. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Den schädig, schädig, schädig. Nein. Blattgeist überlebe ich nämlich auch. Ich hoffe, Blubstrahl. Ja. Und den überlebe ich knapp. Steinhagel kommt. Trifft auch. Okay. Ich weiß noch nicht, was der Gegner hat. Oder er will, dass ich ihn runterbringe. Wie auch immer. Ich verstehe zwar jetzt nicht den Sinn, aber okay. So. Tandrak. Dann muss ich jetzt hier alles schilden. Mit den Tandtitel dürfte gar nicht mehr so ein Problem sein, ne? Frage ist, ja, du wirst jetzt schilden, ne? Du wirst dein Vieh auch 100-mal schilden. Ja, das verliere ich, weil Drachenrute noch so viel macht. Aber so ein Tandrak hätte ich eigentlich auch ziemlich gerne. Oder hätte ich jetzt einfach auf App im. Nein.
Ja, weil du eh schüttest. Ja, jetzt habe ich auch kein Schild mehr. Ach, Mann, das ärgert mich. Das ärgert mich gerade richtig. Tanak macht halt zu viel Schaden, ne? Mit seinen Drachenruten. Ich glaube, da spiele ich einfach auch gerade nur schlecht. Oh, okay. Nächster Gegner gefunden. Gegen Jui 0820. So, Macho gegen Flunschlick. Ja, Führung gewonnen. Nassreif nehme ich. Hol mir extra Energie. Und dann gehe ich gleich in Rex Visa. Genau jetzt. Du musst Knirscher einsetzen. Ich hoffe, du hast Knirscher und Nassreif. Ja. Sehr schön. Nicht schön, dass du die Senkung kriegst. Jetzt muss ich hier einsetzen. Wobei doch gar nicht so schlecht, dass ich die Senkung kriege. Weil dann besiegt mich Flunschlick mit einem Steinhagel wahrscheinlich. Ja, das schäle ich nicht. Der Steinhagel wird jetzt besiegen. Perfekt. Dann gehe ich hier rein. Apoqualyp. So, mein. Ich hätte gerne, dass du einsetzt. Gib mir deinen Blubstrahl. Ja, wusste ich doch. Ich denke mal, du gehst auf Globstrahl immer, ja? Ich gehe mal auf Nachthieb. So. Okay. Das schädig ich. Das schädig ich. Okay, hätte ich lieber nicht geschildert. Ich fahre mir hier jetzt dick Energie an. Steinhagel nehme ich ganz locker weg. Sehr schön. Bitte schilde das. Bitte, bitte schilde das. Okay, nein. Ja, du musst aber einsetzen. Ah, dann reicht jetzt Nachthieb. Na, hoffentlich hast du keinen Steinagel. Du hast bestimmt Steinagel, oder? Nein, hast du nicht. Sehr schön. Und ich habe den Boost bekommen. Ich habe den Boost bekommen. So, Blubschrei müsste ich einen überleben, oder? Okay, kommt es gar nicht mehr dazu. Also ich muss sagen, Skogro kommt auch sehr schnell zu den Attacken, also auch zu Erdbeben eigentlich. Recht zügig. Und Nachthieb ist auch eine sehr gute Attacke. Und konnten jetzt nochmal ein 3-2 rausholen.
Das geht in Ordnung. Ah, oh, da war ein Rotomorph. Da war ein Rotomorph, das will ich fangen. Das fange ich gleich noch mit euch. Ja, ich brauche noch einen 100er Rotomorph. Oder eins noch für die Hyperliga, das wäre auch nicht schlecht. So, aber mit dem Team hier brauche ich definitiv noch Übung. Wir gehen wieder ein paar Punkte hoch. Sehr schön. Nee. Niantic, willst du mich verarschen? Wo ist das Rotomorph hin? Okay, dann eben nicht. Dann war's das für die Folge. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.